Jetzt ist Statement-Zeit. Ich denke, wir sollten mal reden über eins der letzten Videos. Vorsicht vor Garten-YouTuber und daraus ein paar Aussagen, die ich da mal ein bisschen berichtigen möchte. Das Video hat einige kontroverse und gemischte Gefühle verursacht. Einige, die das doch nachvollziehen konnten, was ich in dem Video gesagt habe, auch den Humor verstanden haben. Und andere, die halt dann komplett ausgerastet sind, förmlich explodiert. Kurz ging es im Video darum, dass man Tipps von Garten-YouTuber auch mit Vorsicht genießen sollte. Ich habe ein paar Beispiele aufgeführt, unter anderem die Region, in der zum Beispiel einer lebt. Verpackt mit einem etwas überzogenen ironischen Humor, den ich jetzt neuerdings mit in den Videos einfließen möchte. Und halt auch mit dem Clickbait, was auch bewusst gesetzt worden ist, wo ich ja dann die größten Garten-YouTuber auch genommen habe, weil die halt auch am meisten von den Leuten bekannt sind. Ich gehe jetzt einfach mal die einzelnen Punkte durch. Nummer 1, das Clickbait. Wie gesagt, habe ich den Titel und das Thumbnail ja bewusst ausgewählt, habe mich dabei auch ein bisschen inspirieren lassen von zum Beispiel so einem Hetzer wie Alexander Raue. Er zum Beispiel haut sehr viele reißerische Sachen raus, hetzt die Leute auf und verdient auch zum Teil mit Fehlinformationen ordentlich Batzen Geld, was eigentlich auch ein Armutszeugnis ist, aber egal. Jedenfalls ist es gang und gäbe, mit solchen Sachen auch zu arbeiten, um halt die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen, denn schließlich ist das halt auch die Währung im Internet. Und es gibt ja da draußen sehr viele Leute, die Videos produzieren, allein täglich wie viel Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen wird. Konkurrenz ist groß, muss man dann irgendwie gucken, wie man sich halt von den Leuten abhebt. Da werden halt dann psychologische Elemente genommen, guckt, wie tickt der Mensch eigentlich im Kopf her, und dementsprechend werden halt dann die Sachen so gestaltet. Empörungen, Vorsicht, Gefahr sind einfach solche Signalwörter, die bei uns so einen kleinen Überlebensinstinkt hervorrufen, und darauf reagieren wir natürlich auch als erstes. Auch zum Beispiel die rote Schrift ist eine Signalfarbe. Problem an der ganzen Sache ist, wenn du da nicht mitziehst, dann wirst du wohl oder übel untergehen. Ganz normale informative Inhalte gibt es ja schon genug, alles samt und mehr gibt es ja nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, muss man auch irgendwie anders verpacken, damit es auch wieder ansprechender für die Leute. Ich könnte jetzt die ganz normalen 0815 Titel machen, viel Information reinwerfen, sehr viel Arbeit in die Videos stecken. Wenn sie nicht angeklickt werden, war die ganze Arbeit umsonst, und das wäre ja vollkommen blöd. Und man sollte auch mit bedenken, dass halt auch die größeren YouTuber, die ich ja jetzt auch da angesprochen hatte, als Aufhänger oder auch in Thumbnail, dass die genauso ab und zu mal solche Clickbaits damit raushauen. Zum Beispiel war auch letztes Jahr war das mit Wurzelwerk eines ihrer meistgeklickten Videos mit den Heidelbeeren, wo sie dann geschrieben hat, 17 Kilo Heidelbeeren pro Pflanze ernten, ist genauso reißerisch Clickbait und wurde auch genauso in vielen verschiedenen Gartengruppen und Foren ziemlich kritisch diskutiert, dass das halt dann doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt ist. Trotz dieser Kritik hat dennoch dieses Video einen Haufen Aufrufe bekommen und es hat auch Leuten geholfen. Trotz alledem, dass diese 17 Kilo pro Pflanzen halt wirklich, boah, ist halt eine Ansage. Fließend dazu kommen wir auch schnell zum Punkt 2. Wenn du viel Aufmerksamkeit und Klicks hast, kannst du auch dementsprechend das monetarisieren. Da wurde mir auch Klickgeilheit und Geldgeilheit vorgeworfen. Einer sogar hat dann gesagt, wer für Geld arbeitet oder Geld verfolgt, der sei korrupt. Dann nach der Definition wäre halt jeder ganz normale Mensch, der halt sein Lebensunterhalt bestreiten möchte, korrupt. Okay, es ist ganz normal mit den Klicks und mit der Aufmerksamkeit dementsprechend auch Kapital und Geld rauszuschlagen. Ich verstehe nicht, warum viele Leute im Kopf haben, dass halt das Ganze hier irgendwie so nebenbei passiert, dass man da nicht viel Zeit investiert in den ganzen Videoschnitten, in den Skripte schreiben, das Hochladen, mit den Leuten interagieren. Das ist in meinem Fall, wo ich noch selbst die Webseite gestalte, noch das Coaching und Beratung, das sind dann schon Tätigkeiten oder ein Umfang, wo ich dann eigentlich schon 3-4 Leute bräuchte, damit man das richtig gut aufziehen kann. Und ich finde auch nichts Verwerfliches daran, die Zeit, die man auch da reinsteckt, auch zu monetarisieren, sei es in Form von Sponsorings, sei es in Form von YouTube AdSense, man verkauft irgendwelche Kurse, macht Affiliate-Links, gibt Beratungen, das Ganze drumherum, oder zieht einen eigenen Shop auf, verkauft die eigenen Produkte. So, wir leben halt nun mal in einer Welt, wo halt Geld ein Werkzeug ist, um halt Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Ist ja nichts anderes als Energie oder eine Art von Wertschätzung oder Wertschöpfung, die zum Beispiel ein Mensch leistet. Selbstverständlich würde ich es cool finden, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo das nicht der Fall ist. Tun wir aber nicht. Ich habe es ausprobiert und die Anfänge waren erstens für mich ziemlich erdrückend halt auch. Und Augen öffnen, was denn eigentlich da überhaupt abgeht. Also in der Situation will so gut wie kein Mensch leben, weil du bist komplett abhängig von anderen Leuten, die bestimmen dann über dich. Du wirst als Schnorrer abgetan, wirst beleidigt. Also Leute, die halt meinen, Geld sei nicht alles oder
man ist Geldgeil oder so, die verstehen halt auch manchmal nicht, wenn man bei wirklich sehr wenig Geld lebt, welche Belastungen man heutzutage in der Welt auch abbekommt, wird zum Beispiel auch als Feindbild hergenommen, wie zum Beispiel in der ganzen Bürgerdiskussion oder auch Leute, die dann auch anfangen, einfach einen auszunutzen, manche bewusst, andere unbewusst, und am Ende habe ich mich dann auch, heute noch auch zum Teil, arbeite ich sehr viel und auch sehr lange, und wenn du halt da nichts rausbekommst, dann bist du nichts anderes als ein Sklave, und solche Aussagen zu bekommen, ja, das sei korrupt oder du seist geldgeil, du sollst die Sachen lieber verschenken, das macht dich dann auch nichts Besseres, am Ende bist du dann auch unbewusst halt so ein Sklavenhalter. Und ich sage euch eins, richtig ausgenutzt werden ist schon ein scheiß Gefühl, wenn dann Leute mit deiner Arbeit dann irgendwie Kapital schlagen, zum Teil über 10.000 Euro hinaus, du freiwillig an Projekten mitarbeitest, und wenn du dann Probleme hast, dann du geghostet wirst oder aus der Gruppe rausgeschmissen wirst, von den familiären Problemen ganz zu schweigen. Also das ist halt eine Situation, die wünsche ich keinem. Menschen, die es zwar gut meinen, aber dann für mich einen Stundenlohn von irgendwie 5 Euro rauskommen, wenn dann einer meint, er möchte ein Stunden-Coaching von mir haben und dafür kauft er ein Merch, wovon ich von dem Merch 5 Euro bekomme. Und dafür soll ich dann im Coaching meine Informationen und alles weitergeben, mich mit der Psyche von ihm auseinandersetzen, was halt auch ziemlich nervend aufreibend ist. Das lohnt sich halt einfach alles nicht. Und im Internet, besonders jetzt auf Social Media, auf YouTube, du bekommst ja alles hinterhergeworfen. Die Informationen sind alle frei. Die Leute sind schon diese kostenlosen Videos auch alles gewohnt. Das sind wir Menschen schon gewohnt. Und ich find's recht komisch, dass die Leute so eine Abneigung haben, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte Geld verdienen. Ich möchte viel Geld verdienen, um mal meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, Projekt aufzubauen, Leute anzustellen, damit die auch ein gutes Leben haben. Und manche haben da irgendwie Konflikte mit drin und reden das dann auch alles schlecht und sagen, das wäre Machtmissbrauch, Korruption, das würde nur Schlechtes auf der Welt verursachen. Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, ich mache das jetzt, wie die Leute sagen, ich verlange für meine Projekte, für meine Leistung überhaupt gar kein Geld und ruhe mich auf die Gesellschaft auf. Am Ende ist es halt so, dass jetzt am Anfang dann meine Eltern die Leidtragenden sind, weil sie ja sowieso schon einiges zuschießen bei mir. Und ja, wie asozial wäre das, wenn einige von euch das sagen, ja, der soll das alles kostenlos machen und am Ende echt blechen meine Eltern. Das wäre komplett verantwortungslos und das möchte ich auch gar nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit, und einige von diesen Leuten, die das dann auch sagen, die kontaktieren mich auch nur, wenn sie irgendwelche Probleme haben und dann von mir kostenlose Skripts haben wollen, Tipps, einen Ernährungsplan und sich dann auch überhaupt nicht mehr melden. Und das ist halt genauso parasitär. Und ihr solltet auch bedenken, dass halt auch jetzt in dem Fall eine Garten-YouTuber-Szene, die größeren, das sind alles Familienunternehmen, die haben auch irgendwelche Sponsorings, verdienen ihr Geld mit YouTube-Endsets. Zum Beispiel die Marie von Wurzelwerk hat ein ganzes Unternehmen auch aufgebaut, wo sie Mitarbeiter bezahlen muss. Sie bietet Kurse an, natürlich macht sie das Ganze auch, um Geld zu verdienen. Daran ist auch nichts Verwerfliches und ich finde es auch richtig gut, weil sie auch so dann Menschen die Möglichkeit gibt, sich mehr mit der Natur oder einem Garten oder einem natürlichen Projekt zu beschäftigen, weil die halt auch ihren Lebensunterhalt dafür finanziert bekommen. So müsst ihr halt auch mal ein bisschen denken. Je lieber ein Bereich ist, desto mehr kann man dann auch fördern. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Permakulturprojekt genug Geld abwirbt, damit ich Leute einstellen kann, damit es weiter wachsen kann, ist doch super, weil es halt einen gesellschaftlichen Vorteil für uns alle auch mitgibt. Das, was ja auch die Leute wollen. Und ich finde es auch immer recht komisch, wenn dann die Leute zu mir sagen, mein Projekt ist wertvoll, es soll weiter gefördert werden. Das sind halt für mich zunächst einfach nur leere Worte, weil am Ende schaue ich einfach nur, was dann als Resultat da rauskommt, welche Taten, kann ich davon leben, kann ich andere davon einstellen und dass sie auch davon leben können, ob ich mit dem Projekt wachsen kann oder nicht. Und da schaut auch die Realität ein bisschen bitter aus. Genau. Drittens, warum ziehst du bei alle anderen so her? Ich weiß leider nicht, warum die Leute meinen, ich würde mich bei den Garten-YouTuber rausziehen. Ja, ich bin in der Nische in Permakultur, aber dennoch gebe ich ja auch Gartentipps und zähle mich dann trotzdem auch als Garten-YouTuber, und ich bin ja genauso in dem Video gemeint. Auch meine Tipps solltet ihr auch mit Vorsicht genießen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe überhaupt in meinem Permakulturprojekt überhaupt gar keine Schneckenprobleme, weil ich dann gut mulche, einen guten Boden aufbaue. Wenn das jetzt einfach Leute so nachmachen würden, die würden in dem ersten Jahr ein massives Schneckenproblem haben, weil unter dem Mulch verstecken sich natürlich auch die Schnecken. Kann dann auch sein, dass, weil ich diese Information so verkürzt gemacht habe, dann wissen halt die Leute nicht, dass ich da jahrelang dran arbeite, ich die Schnecken absammle, mein Boden schon einigermaßen gut ist, ich feuchte Küchenreste da auch mit reinwerfe, alles wichtige Informationen. Und wenn ich das jetzt in jedem Video die ganze Zeit so sagen würde, dann wären die Videos massiv lang, es wird keine anschauen, Leute würden frühzeitig wegklicken und dann habe ich das Video auch wieder umsonst gemacht. Den vierten Punkt kann ich jetzt auch wieder nahtlos anschließen, und zwar, dass halt die Garten-YouTuber immer ihre Bedingungen sagen, und da stelle ich mir auch wirklich die Frage,
alle Garten-YouTuber oder nur die, die du auf dem Schirm hast, das meist die größten sind. Da draußen gibt es sehr viele Garten-YouTuber, auch im oder auch landwirtschaftliche YouTuber, die halt sich mit Obst- und Gemüseanbau beschäftigen, die halt auch sehr viele Sachen verkürzt darstellen, Informationen weglassen, einfach sich einfach irgendwas angelesen haben und das einfach rausposaunen, ohne sich vielleicht genauer mit der Materie zu beschäftigen. Also da nochmal die Frage, wirklich alle Garten-YouTuber? Bei mir zum Beispiel denken auch Leute, ich würde irgendwo im hohen Norden in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, obwohl man bei mir ein bisschen Recherche innerhalb von 10 Minuten herausfinden kann, wo ich denn eigentlich lebe. Ab und zu mal sage ich das, aber viele Leute, die schauen sich nicht jedes Video von mir an. Und wie gesagt, ich könnte immer die Bedingungen aufzählen. Problem ist halt, das Video, da wird halt richtig lang. Und bei mir jetzt in dem Fall ist momentan die Klickrate oder beziehungsweise die Zuschauerbindung nicht ganz so hoch wie vielleicht jetzt bei anderen Garten-YouTubern. Zumal es auch sehr interessant ist, dass einige in den Kommentaren schrieben, dass sie halt dann dieses Problem haben, dass sie sich so ein Aussaat-Tipp-Video angeguckt haben. Also welche Aussaaten klappen jetzt noch im Oktober, September zum Beispiel. Und die dann gemerkt haben, es klappt bei ihnen nicht in der Eifel und haben das dann auch unten in die Kommentare geschrieben. Den Impuls, dieses Video so zu machen, auch mit der Klimazone direkt einzugehen, habe ich ja auch erst gemacht, weil halt einige Anfänger da sind, die das in den Kommentaren geschrieben haben, auf verschiedenen Plattformen, auch bei mir drunter. Und da dachte ich mir so, okay, dann mache ich halt ein Video daraus. Dass einigen meinen, es sei ihnen schon klar und man sollte darauf aufpassen, ja, dann bist du halt ein bisschen fortgeschrittener. Dennoch gibt es halt Anfänger, die schauen halt nicht drauf und das sind dann doch wichtige Informationen, die auch einigen geholfen haben, die man auch unten in den Kommentaren lesen kann. Es gibt halt Menschen, die investieren halt nicht ganz so viel Zeit in den Garten oder auch in den Hintergrundinformationen und schauen halt sich Tipps und Tricks halt online an und nehmen das halt dann für bare Münze. Zum Beispiel auch der Hobbygärtner auf Instagram, ein Kanal mit 50.000 Followern, hat dann ein Video zur Bokashi gemacht und hat das und wollte dann ein Bokashi XXL machen mit einer grünen Biotonne, hat einfach da einen Abflusshahn dran gemacht, oben ein Gitter rein und hat dann gesagt, das wäre ein Bokashi-Eimer, obwohl das Prinzip ja auf einem luftdicht verschließbaren Behälter beruht und das ist diese Tonne nicht gewesen. Und das haben halt trotzdem sehr viele geglaubt, weil sie sich ja dann nicht beschäftigen. Und das ist halt ein Kanal mit 50.000 Followern. Dieser Fehler auch sofort aufgefallen, weil ich mich auch mit der Thematik beschäftige. Und andere haben von Bokashi noch nie gehört. Und denen kann ich ja auch jetzt nicht vorwerfen, dass sie das einfach jetzt nachmachen und folgen. Und ich dann sehen sagt, was seid ihr denn eigentlich für Vollidioten? Warum recherchiert ihr das Ganze nicht? Anderes Beispiel ist bei mir in der Taichi-Schule. Ich bin einer, der trainiert das traditionell. Vom Ursprungsort her, wo man auch die kämpferischen Aspekte mit drin hat, wo es auch körperlich zur Sache geht. Und ich bin einer der wenigen. Und die meisten gehen halt dahin wegen Gesundheit, haben da Probleme mit dem Rücken, Verspannungen, wollen einfach eine schöne Auszeit haben. Die haben diesen kämpferischen Aspekt nicht dahinter. Und früher war mein Taichi-Meister so, dass er halt dann mehr auf dieses Ursprüngliche gegangen ist. Und wenn er das heute machen würde, dann würde er 95% der Leute einfach verlieren. Klar könnte ich mit einer selbstverständlichen Überheblichkeit jetzt zu den Anfängern sagen, warum bekommen die das eigentlich alles nicht hin? Ist doch pupsen einfach. Ja, mit einem Aspekt daher, dass ich halt das jeden Tag ernsthaft mehrere Stunden auch trainiere, mich damit auch beschäftige, während sie vielleicht nur in den Unterricht reingehen. Das war's dann für die. Mehr wollen sie davon nicht wissen. Soll ich mich dann über die Anfänger stellen und sagen, was ist das für eine Zeitverschwendung, vielleicht noch Idioten, dann würde ich ganz schön schnell bei mir in der Taichi-Schule zurückgepfiffen werden und würde dann noch ein extra hartes Training bekommen oder ich werde rausgeschmissen. Und selbstverständlich kann ich nachvollziehen, dass einige Fortgeschrittene sauer sind aufgrund des Clickbaits und dann dem entsprechenden Inhalt, den sie nicht bekommen haben, weil es halt nichts Interessantes und Neues für sie war. Und wie vorhin erwähnt, ich versuche halt, Sachen, die eigentlich bekannt sind, einfach neu zu verpacken und auch mit bisschen Humor. Und den haben leider auch einige nicht verstanden. Ja. Die Arroganz wurde mir auch sehr schnell vorgeworfen, weil ich ja dem Aufhänger gesagt habe, dass ihr mir vertrauen könnt. Ich bin der Boss. Und ich glaube, danach haben einige auch nicht weitergeschaut, weil ich auch dann gleich im Anschluss gesagt habe, dass ich nicht der Boss bin, sondern der Ralf vom Selbstversorgerkanal und ich dann noch gesagt habe, ich bin ein semi-professioneller Grünschnabel. Diese Arroganz ist auch ein sehr gesehenes Stilmittel, habe ich mir von einer größeren Marketingagentur auch mal abgeschaut, weil die das in ihren Videos so machen und sie behaupten dadurch, dass sie halt dann mehr Aufrufe haben, mehr Kunden dadurch generieren können. Und ich wollte es halt nicht so auf dieser plumpen Schiene nur mit der Arroganz machen, sondern halt auch ein bisschen gleich wieder das ins Lächerliche ziehen, was ich ja auch gemacht habe, wo ich gesagt habe, dass ich mich dann selbst ein bisschen hops nehme und sage, ja, ich bin semi-professioneller Grünschnabel.
Ab und zu mal schneide ich sogar meine Lacher mit rein, weil ich das dann auch ziemlich lächerlich finde. Wichtig für euch zu wissen ist, dass ich natürlich das auch alles skripte und mir auch genau überlege, was ich denn auch eigentlich alles sage und von mir gebe. Und auch diese Arroganz nutze ich halt einfach als Stilmittel, um das halt ein bisschen aufzulockern, vielleicht ein paar aufzuregen und danach einen Lacher mit einzubauen, einen kleinen Witz, damit es halt nicht ganz so informativ und steif auch wirkt, weil so Informationsvideos gibt es alle genug, da sind die Großen schon viel weiter drin, die bekommen ihre Aufrufe mit solchen Videos und wenn ich die jetzt einfach kopiere, dann werde ich einfach nur untergehen und das macht halt wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn. Und wichtig zu verstehen ist, dass dieses Video auch einfach nur ein Teil ist, wo ich nicht mein ganzes Leben offen gebe, wo ich auch euch nicht zu 100% zeige, wer ich auch in Wirklichkeit bin, weil das halt für viele einfach nur langweilig ist und das macht halt für mich überhaupt gar keinen Sinn, also auch wieder wirtschaftlich und monetär gesehen, das weiter auszuführen. Das bringt auch euch nichts. Ihr seid einfach da, um jetzt zum Beispiel etwas von Permakultur zu erfahren oder einige vielleicht auch in Richtung pflanzliche, vegane Rohkost. Da ist der Kanal nicht so groß, dass dann irgendjemand dann noch hinter dem Menschlichen noch da weitere Interessen hat. Also ich denke, viele von euch haben überhaupt kein Interesse über Spiritualität von mir, Mindset, Kampfkunst, Sport und das Ganze drumherum. Dafür ist mein Kanal auch einfach noch nicht groß genug. Das Stilmittel mit dem Humor, Doppeldeutigkeiten und Witzen nutze ich natürlich auch mit meinem Merch, mit der Samenschleuder. Das ist natürlich auch bewusst gemacht. Da haben sich auch Leute aufgeregt oder manche haben mir dann auch gesagt, es ist doppeldeutig. Ich weiß, dass das doppeldeutig ist und das ist ja auch alles bewusst so gemacht. Wenn ich jetzt da meine wirkliche Einstellung mit einbetten würde, wie ich zu Sexualität und allem stehe, das würde sehr viele einfach nur abschrecken. So ist die breite Masse auch nicht aufgestellt und es macht halt dann für mich einfach keinen Sinn, sondern ich ziehe da ein bisschen drüber her, mache mich da auch lustig. Wie ich finde, finde ich auch den Spruch ziemlich witzig, vor allem mit dem Hintergrund von mir. Gibt auch Leute, die finden das auch witzig. Natürlich andere, die finden den Humor jetzt vielleicht nicht lustig. Ist auch alles okay. Nur stelle ich mir dann auch die Frage, warum man sich über sowas denn so dermaßen aufregt im Vergleich zu anderen Sachen in unserer hypersexualisierten Gesellschaft, sei es in Filmen, in Anime, Bücher, Videos. Es gibt sogar einen Weltnacktgärtnertag. Da regen sich auch eher wenige drüber auf. Manche posten es dann auch auf Facebook und Instagram und sowas und bekommt auch irgendwie ziemlich viele Aufrufe. Manche Frauen, die sich dann auch nackt zeigen, die dann auch ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und sehr viel positiven Zuspruch. Am Ende nimmt das Ganze nicht ganz so ernst. Bisschen Spaß, lustig, nehme ich ja auch selbst nicht allzu ernst. Und wie gesagt, mit dem Clickbait, ich zähle mich ja auch mit rein zu den Garten-YouTubern. Die ich auf dem Thumbnail habe ich ja bewusst ausgewählt, weil es die größten sind. Heißt nicht, dass sie schlechte Kanäle sind oder schlechte Informationen weitergeben. Ich lerne auch von den Kollegen sehr viel informative Sachen. Und es ist in keinster Weise so ausgelegt, dass ich da jetzt irgendwas gegen sie habe, dass die schlecht sind oder ich sie runtermachen würde. Das sind die Punkte, die ich halt mal unbedingt ansprechen sollte. Hoffe, einige von euch verstehen. Wer nicht, ist mir auch recht. Meistens waren es, glaube ich, diejenigen, die sich am meisten aufgeregt haben, die halt neu auf den Kanal gekommen sind. Andere, die mich länger verfolgen, teure Zuschauer, haben es verstanden. Alles okay. Ich wollte aber nur die Punkte mal kurz ansprechen. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg bei euch im Garten. Nutzt noch die schönen Herbsttage noch. Sorgt für eure Winteraussaaten, damit ihr auch da noch ein bisschen hindurch ernten kann. Und sonst eine entspannte Winterruhe und dann viel Erfolg im nächsten Jahr.